Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Webinarfolge aus der Asklepios Klinik Hamburg-Altona. Mein Name ist Hartmut Koch, ich bin leitender Oberarzt in der Abteilung für HNO-Kopf-Hals-Tumorchirurgie. Ich habe Ihnen heute als Thema die veränderte Speichelproduktion nach Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren mitgebracht. Viele Patienten von uns sind nach Operation oder auch nach Bestrahlung geplagt von entweder zu viel oder zu wenig Speichel. Dazu möchte ich Ihnen heute was erzählen. Anatomie, Physiologie der Speicheldrüsen. Was hat sich verändert? Warum gibt es denn das Ungleichgewicht der Speichelproduktion? Was bedeutet das für die Lebensqualität? Und welche Maßnahmen helfen, um die Beschwerden zu lindern? Es gibt hier keinen Interessenskonflikt, und das ist der Disclaimer. Der Mensch besitzt insgesamt drei paarig angelegte große Speicheldrüsen. Das ist einmal die Ohrspeicheldrüse, dann die Unterkieferspeicheldrüse und die Unterzungenspeicheldrüse. Insgesamt gibt es 500 bis 800 weitere kleine Speicheldrüsen, die in der Lippe, im Gaumen, im tieferen Schlund verteilt sind. Die drei großen paarig angelegten Speicheldrüsen produzieren um die 90% des gesamten Drüsenspeichels und pro Tag werden bis zu 1,5 Liter Speichel produziert. Tagsüber ist die Speichelproduktion natürlich deutlich aktiver als nachts, weil die Nahrungsaufnahme als Reiz gilt. Welche Funktion hat denn der Speichel? Also er enthält Verdauungsenzyme, die bereits im Mund beginnen, die Nahrung aufzuspalten. Er dient als Gleitmittel, damit die Nahrung besser rutscht. Er befeuchtet Mundhöhle und Zunge und Rachen, schützt dadurch auch die Schleimhaut und hat gewisse Reparaturfunktionen. Er beinhaltet Antikörper, die bereits im Mundraum Bakterien und Viren und auch Pilze bekämpft. Der pH-Wert wird reguliert. Der pH-Wert wird ausgeglichen, vor allem wenn man irgendwelche sauren Speisen zu sich genommen hat. Er hat einen reinigenden Effekt und ganz wichtig, er remineralisiert den Zahnschmelz. Vorweg so ein paar Definitionen. Also wenn eine normale Speichelproduktion vorliegt, dann nennt man das Normosalivation. Wenn zu viel Speichel da ist, dann ist es eine Hypersalivation und wenn zu wenig Speichel da ist, dann ist es eine Hyposalivation. Der Zustand einer Mundtrockenheit, den nennt man Xerostomie. Festzuhalten ist, Ungleichgewichte in der Speichelproduktion führen zu einer nachhaltigen Minderung der Lebensqualität und können langfristig oder auch kurzfristig negative Gesundheitsfolgen haben. Wie läuft das Wasser im Munde zusammen? Ist ja eher positiv assoziiert, wenn man was Leckeres isst und die Speichelproduktion so richtig in Fahrt kommt. In diesem Falle für unsere Patienten überhaupt nicht positiv, weil der Speichel nicht abgeschluckt werden kann. Der kann nirgendwo hin, außer aus dem Mund laufen. Und dementsprechend ist es äußerst störend. In den verschiedenen Phasen der Tumortherapie verändert sich die Anatomie und Physiologie des oberen Atem- und Speisewegetraktes. Hier auf dem Bild gezeigt, mal so eine Situation eines Tumors oberhalb des Kehlkopfes im Bereich des Stellknorpels, der mithilfe unseres Operationsroboters Da Vinci minimalinvasiv durch die Mundöffnung operiert wurde. Und hier sehen wir das Bild dann postoperativ. Dieses Stück Gewebe mit dem Tumor ist weg. Und das fehlt dem Patienten in der ersten Phase nach der Operation, weil die anatomische Situation sich verändert hat. Die Nerven, die hier direkt im Bereich der Resektionsränder waren, die sind durchtrennt. Also der Patient hat in diesem Areal auch kein Gefühl und würde gar nicht merken, wenn ihm da Speise oder Flüssigkeit hinläuft. Dementsprechend wird er und hatte er nach der Operation Schwierigkeiten zu schlucken. Eben auch seinen Speichel, sodass der Speichel, der produziert wurde,
absolut gesehen gar nicht mehr als sonst, aber relativ, weil er es nicht schlucken kann, deutlich zu viel, der staut sich hier oben, ne? Das heißt also, das zu viel an Speichel ist nicht unbedingt eine Überproduktion, sondern es ist eher das Problem, den Speichel runterzuschlucken entsprechend, ne? Die Unterbrechung der motorischen sensiblen Fasern führt dazu, dass der Schluckvorgang nicht angesteuert werden kann, wie das sonst bei unveränderter Anatomie möglich wäre. Das zu viel an Speichel birgt die Gefahr, dass der Speichel unkontrolliert womöglich auch in die Luftröhre fließen könnte und dort dann zu einer Lungenentzündung führt. Potenziell lebensgefährliches Krankheitsbild. Dementsprechend muss der Atemweg manchmal postoperativ gesichert werden, geschützt werden. Dazu würde man einen Luftröhrenschnitt anlegen und in die Luftröhre dieses Atemröhrchen einsetzen, eine sogenannte Trachealkanüle mit diesem Ballon. Dieser Ballon wird aufgepumpt und dichtet dann hier die Luftröhre ab, um ein Vordringen des Speichels oder auch von Speise in die Lunge zu verhindern. Das ist aber nicht bei jedem Patienten notwendig. Weitere Ursachen für mangelhaftes Abschlucken des Speichels können auch postoperative oder postradiogene Engstellen der Speiseröhre sein, sodass man hier möglicherweise auch eine Spiegelung der Speiseröhre vornehmen müsste. Welche Folgen hat dieses zu viel an Speichel? Der Speichel läuft unkontrolliert aus dem Mund, benässt die Mund-Kinn-Region, die Kleidung, die Hände, die Umgebung. Es kann zu chronischen Wunden im Bereich um den Mund kommen. Der Patient hat Schwierigkeiten beim Essen, es läuft ihm Speichel aus dem Mund. Es ist womöglich ein regelmäßiges Absaugen notwendig. Das Sprechen fällt schwer. Kommt zu einer feuchten Aussprache womöglich. Die Aspiration in die Lunge hatte ich schon genannt. Und schlussendlich führt dieses, in Anführungszeichen, Sabbern dazu, dass der Patient nicht mehr gerne in die Öffentlichkeit geht. Er ist stigmatisiert und er zieht sich immer weiter zurück. Also es ist ein Zustand, der möglichst geändert werden muss. Wie können wir uns dem Beschwerdebild diagnostisch nähern? Es wird evaluiert, in welchem Ausmaß es zu einer zu viel an Speichelproduktion kommt. Pflegepersonal, Ärzte, Behandler werden dazu befragt. Es gibt standardisierte Fragebögen, die auch nochmal im Detail klären, ob das tageszeitabhängig ist oder dauerhaft, und in welcher Weise zu viel Speichel da ist. Es findet natürlich eine Untersuchung statt des oberen Atem- und Speisewegetrakts und eigentlich das Wichtigste ist die Beurteilung und Untersuchung des Schluckvermögens durch eine funktionelle Schluckendoskopie. Das sehen Sie hier auf dem Bild. Bei uns in der Ambulanz können wir diesen Schluckvorgang auch aufzeichnen und mit dem Patienten zusammen besprechen. So und so ist die Situation bei Ihnen und hier könnte oder hier wird wohl das Problem liegen. Wenn die Speiseröhre verengt ist, kann nochmal hilfreich sein, eine Preisschluck, also eine Kontrastschluckuntersuchung machen zu lassen und eine Speiseröhrenspiegelung. Jetzt kommen wir zur Therapie. Was kann man denn unternehmen gegen diese Hypersalivation? Das Zentrale ist eigentlich ein logopädisches Schlucktraining, um die Funktion des Schluckens möglichst wieder dem Ursprungszustand zuzuführen. Das ist nicht immer möglich. Eine Restitution, wie man fachlich richtig sagt, ist nicht immer gegeben. Zweite Möglichkeit ist eine Kompensation, also durch Erlernen von unterschiedlichen Strategien, veränderter Kopfhaltung, Schlucktechniken ist es möglich, in einem normalen Maße wieder schlucken zu lernen. Sollte das auch nicht möglich sein, dann muss man adaptieren. Das heißt, der Patient kann nicht mehr sämtliche Speisen essen. Er muss sich in der Ernährung umstellen, womöglich. Aber es sollte trotzdem möglich sein, dass er generell schlucken kann. Unterstützend können Biofeedback-Methoden sein oder neuromuskuläre Elektrostimulation. Eine weitere Möglichkeit, die Speichelproduktion zu reduzieren, sind Medikamente. Dazu sei gesagt, dass die alle
eigentlich für die Reduktion der Speichelproduktion nicht zugelassen sind, sondern sind Präparate für andere Krankheitsbilder, die als Nebenwirkung eine verminderte Speichelproduktion mit sich bringen. Diese Medikamente sind meistens nicht für eine Langzeittherapie geeignet. Ganz im Gegenteil zu dem Botulinumtoxin, kennen Sie vielleicht aus der ästhetischen Medizin zur Faltenbehandlung. Wenn man das in die Speicheldrüsen einspritzt, dosiert, sonografisch gesteuert, dann kann es zu einer Reduktion der Speichelproduktion führen. Das ist eigentlich ein sehr zuverlässiges und auch schon häufig angewendetes Verfahren. Der Effekt hält so 10 bis 14 Tage, Wochen an und kann auch wiederholt werden, wenn nötig. Diese Phase, in der der Patient dann weniger Speichel produziert, ist gut zu nutzen, um ein intensiviertes Schlucktraining zu machen und womöglich diese Restitution, von der ich vorhin sprach, also dass er wieder normal schlucken lernt, zu erreichen. Operative Maßnahmen sind eher die Ausnahme. Man könnte natürlich einzelne große Speicheldrüsen entfernen, man könnte die Ausführungsgänge verlegen, man könnte die stimulierenden Nerven durchtrennen. Nachteil ist, es ist zum einen invasiv und es ist unwiederbringlich. Von daher eher eine Reserve Vorgehensweise. Eine äußere Bestrahlung ist auch eher als Ultima Ratio zu sehen. Vorteil, es wirkt gut. Der Nachteil ist allerdings, es birgt doch erhebliche Nebenwirkungen. Es hat ein gewisses karzinogenes Potenzial und es ist auch unwiederbringlich. Jetzt wenden wir uns genau dem Gegenteil zu. Von zu viel Speichel kommen wir zu wenig Speichel, die Hyposalivation, die in einer Xerostomie, also in der Mundtrockenheit, mündet. Und die tritt bei unseren Patienten in aller Regel nach erfolgter Strahlentherapie auf. Häufig werden unsere Patienten je nach Tumorstadium und Größe und Lage erst operiert und anschließend bestrahlt oder in manchen Fällen auch nur bestrahlt, eventuell in Kombination mit einer Chemotherapie. In jedem Falle Patienten, die bestrahlt sind, haben häufig eine Mundtrockenheit und die rührt daher, dass die Zellen der Speicheldrüsen besonders empfänglich sind für die Wirkung der Strahlen. Es kommt zu einer Verhinderung der Zellvermehrung und dadurch zu einer verminderten Aktivität der Zellen. Das ist das, was man im Tumorgewebe gerne erreicht. Das Gewebe, das aber im Strahlenfeld ist, das Umgebungsgewebe, wird genauso in Mitleidenschaft gezogen. Über 90% der im Kopf-Hals-Bereich bestrahlten Patienten leiden unter dieser Mundtrockenheit und leider ist diese Wirkung auch nachhaltig in aller Regel. Es wird im Verlauf etwas besser, aber dass es wieder ganz normal wird, ist extrem selten. Welche Folgen hat so eine Mundtrockenheit? Also es ist eine erhöhte Neigung an Karies festzustellen, was wir vorhin als Punkt der Aufgaben des Speichels gesehen haben, die Remineralisierung des Zahnschmelzes, das fällt hier weg, also erhöhte Kariesneigung. Es führt zu Schluckstörungen, die Speise bleibt im Mund kleben. Es kann zu Übelkeit kommen, eine erhöhte Infektionsneigung im Mund zu finden. Es gibt Schwierigkeiten beim Tragen von Zahnprothesen. Das Sprechen fällt schwer, die Zunge klebt am Gaumen. Es kann zu Geschmacksveränderungen kommen und zu Schlafstörungen. Auch hier wieder in der Therapie, entweder man passt sich an durch langsames Essen, kleine Bisse, langes Kauen, das fördert die Speichelproduktion. Trockene, klebrige Speisen, krümelige Speisen sind ungeeignet. Kein Alkohol, Nikotin, das verstärkt eher die Symptomatik. Es müssen regelmäßig kleinere Schlücke getrunken werden, um die Schleimhaut zu befeuchten von extern. Und die Mundhygiene muss intensiviert werden. Es gibt Speichelersatzstoffe. Glandosane zum Beispiel, ein Saliment. Viele Patienten von uns nutzen das temporär und sagen dann aber später, naja, die Wirkung ist auch nach ein paar Minuten schon weg. Die steigen dann eher um auf einfach nur Wasser. Die haben immer eine Flasche Wasser dabei und befeuchten regelmäßig den Mund. Die Speicheldrüsen, die noch funktionieren, kann man natürlich stimulieren.
gibt es auch verschiedene Präparate. Im Endeffekt muss man sagen, jeder Patient sollte das selbst ausprobieren und für sich seinen besten Weg finden. In jedem Falle sollten Sie Ihren behandelnden HNO-Arzt ansprechen und sagen, Sie haben diese Problematik und ob er Ihnen mal das eine oder andere Präparat verschreiben kann, damit Sie es ausprobieren, um zu sehen, ob es für Sie einen Nutzen hat. Zusammenfassend, also Störungen der Speichelproduktion nach Therapie von Kopf-Hals-Tumoren führen nachhaltig zu einer Minderung der Lebensqualität und können sehr negative Gesundheitsfolgen haben. Betroffene müssen geduldig sein. Es gibt verschiedene Stadien der Tumortherapie und gewisse Veränderungen im Speichelproduktionsgleichgewicht, die regenerieren sich wieder von alleine. Es wird in kleinen Schritten besser werden. Nach meinem Vortrag wissen Sie, es gibt Therapiemöglichkeiten sowohl für das zu viel als auch für das zu wenig an Speichel. Sprechen Sie Ihren Behandler an und es muss am Ende jeder das Patentrezept für sich finden. Es gibt kein allgemeingültiges Vorgehen. Halten Sie durch. Sie haben die Tumortherapie womöglich schon hinter sich. Wenn Sie das geschafft haben, dann schaffen Sie auch die weiteren Schritte. Ich würde mich freuen, Sie bei uns in der HNO-Klinik begrüßen zu dürfen, wenn wir Ihnen helfen könnten.